Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 3. Ja, wir machen heute weiter. Wir haben letztes Mal die Haitianer ein bisschen beiseite geräumt, nennen wir das mal liebevoll. Und heute sprechen wir mit Sammy. Die Linker nicht gesehen hat oder vielleicht auch bloß nicht sehen wollte, war, dass es für einen Menschen wie Sammy immer wieder neue Bedrohungen geben würde wie die Haitianer. Und wenn ihm die einmal nicht ans Leder wollten, würden sich eben andere finden, die ihm das Leben schwer machten. Das hätte sich nie geändert. Und so ließ ich Lincoln mit Zamakano ein. Du hattest recht, die Haitianer waren tatsächlich bei der alten Salzmine. Die machen uns keinen Stress mehr. Warum habe ich dich nur dahin geschickt? Ich sollte das mal selber machen. Wo ist der Unterschied? Das habe ich doch vor Vietnam auch gemacht. Wahrscheinlich weißt du es nicht. Gleich nach den Nachrichten zeigen sie im Fernsehen immer die Namen der Jungs, die gefallen sind in Vietnam. Ich habe sie gelesen. Jeden Abend habe ich die Liste gelesen und mich jeden Tag gefragt, wann da wohl dein Name stehen wird. Aber er stand da nie. Mir ist nichts passiert. Aber man hat leider nicht immer Glück im Leben. Früher oder später passt du einmal nicht auf und das war's dann. Also, was unternehmen wir wegen Marcano? Wir zahlen ihm sein verdammtes Geld. Geht nicht anders. Wirft die Lotterie genug dafür ab? Die Lotterie? Nein. Aber Sal hat vorhin angerufen. Er will dich sehen drüben im Country Club. Er sagt, er hat einen Plan im Kopf. Wie sich das alles regeln lässt. Schwarze dürfen da aber nur als Angestellte rein. Also es wird dir nicht passen. Aber du kommst ja auf Geheiß von Sal Marcano. Wenn er dich sehen will, kommst du auch rein. Schön. Wollte schon immer sehen, wie der Laden von innen aussieht. Und du wirst tun, was immer Sal will. Klar? Tu es für uns alle. Ja, Sir. Naja, da wollen wir mal sehen, was wir für diesen Mann tun müssen. Rein in die Kiste und Abfahrt. Für ein realistisches Fahrerlebnis können erfahrene Spieler den Fahrmodus Simulation wählen. Okay, das heißt, genau das Richtige. Ihr alle da draußen, ihr wisst, wovon ich rede. Oh, das wisst ihr. Ach ja, und ich soll euch von Nancy daran erinnern, dass die Tasty Patisserie noch Bestellungen an für den bevorstehenden Mann. Irgendwie in den Einstellungen, ich habe keine Ahnung jetzt. Ihr euch schickt und ihr kriegt einen Kuchen gratis dazu, wenn ihr zwei kauft. Das ist unschlagbar. Da ich momentan noch in derselben Aufnahmestation bin und ich natürlich wieder am Suchten bin, ein bisschen geht nicht mehr. Ich soll meinen Kaffee nicht während der Sendung genießen. Schon ganz rot angehalten. Ich sage euch, wir haben hier gerne unseren Spaß, liebe Hörer. Und genau darum wird es ja bei Mardi Gras bald auch wieder gehen. Um guten, altmodischen New Bordeaux Spaß. Und wenn die Begeisterung da etwas mit mir durchgeht, sorry. Aber ich bin wirklich begeistert. Ich habe ja schon erzählt, wie geehrt ich mich fühle, im 10. Jahr in Folge zu unserer Karnevalsgarde zu gehören, der Crew of Knights. Wir haben einen mörderischen Zugwagen geplant und werden uns da nicht lumpen lassen. Wisst ihr, das wird mein erster Mardi Gras seit dem Tod meines Vaters voriges Jahr. Ihr wisst, liebe Hörer, wie wichtig ihm der Mardi Gras war. Gott sei seiner Seele gnädig. Er gehörte zu den Gründern der Crew of Knights. Der war ewig ihr Hauptmann. Es war nicht mehr wie viele Jahre. Und Daddy war damals sogar Rex. 1932. Für die von euch, die sich so weit zurückerinnern können. Nein! Man kann ja auch andere Autos klauen. Ja, das testen wir jetzt mal kurz. Halt, bleib mal. Bleib doch mal. So, stehen bleiben jetzt. Raus! Tut mir leid, ich hab das nie
Okay, kannst dein Auto wieder. Da. Nimm's mit. Tschüss. Diese Roten da drüben in Russland. Sie versuchen, uns das als Gleichheit zu verkaufen. Es wird immer Könige geben und es wird immer Bauern geben. So ist der Lauf der Welt. Achso, ich muss da drüben über die Brücke, deswegen muss ich hier lang. Also ich kann euch sagen, Kaffee ist wirklich klasse. In der nächsten Folge reden wir dann darüber, dass Präsident Jones allen Ernstes einen Kuhhandel mit den Russen plant, um unser Atomprogramm einzudampfen. Das und vieles mehr erwartet euch hier bei Native Sun. Ja. Ach du lieber Gott, ey. Ich weiß nicht, ob das GEMA-Musik ist, was da läuft, aber ich denke mal schon, muss mal gucken, ob ich das Radio nicht irgendwie ausmachen kann. Weil das sind jetzt, ich weiß nicht, ob die Beatles zu, wie heißt's? So, Lautstärkenmusik. So, ich stell die mal auf 2 runter. Aber dafür mache ich vielleicht nochmal die Dinge ein bisschen lauter. Spieleinstellung, Audio. Weil ich will ja nicht, dass da, dass ich da irgendwelche Probleme bekomme mit der guten alten GEMA. Was mir auch ein bisschen auf den Sack geht, dass da jedes einzelne Video irgendwie cancelled wird. Oder gestrikt wird. Rede mit der Wache, okay. Wie kommst du dazu, einfach vorzufahren? Das Personal geht zum Hintereingang rein. Ich bin hier, um Mr. Marcano zu sehen. Ach, wirklich? Dass ich das noch erlebe. Benimm dich anständig, solange du da drin bist, Kleiner. Oder du kriegst mächtig Ärger, kapiert? Jo, ich hab's verstanden. Auf geht's. Lincoln Clay! Scheiße, Mann! Sieh einer an! Ich wette, die Schlitzaugen haben sich eingeschissen, als du ankamst. Hey, Georgie, lang ist's her. Wie geht's? Allerdings ist das lang her. Ich erinnere mich noch an unsere letzte Nacht im French Ward, bevor du aufs Schiff bist. Mann, war das eine Schlägerei. Ich weiß nur noch, wie wir vor den Cops abgehauen sind und dass Danny in der Ausnüchterungszelle gelandet Geil, ist. Geil, Mann, ich hab ihn rausgekauft. Aber das war's wert, um diese Baguette-Ärsche zu vermöbeln. Fluppe? Gerne. Oh, Mann. Sammy sagte, dass Mr. Marcano mich sehen möchte. Mr. Marcano? Scheiße. Klingt ja, als wäre er ein verdammter Anwalt. Sag einfach, Sir. Er ist hinten. Eine schicke Hütte hier. Also, uiuiui. Ich hätte mir was anderes anziehen sollen. Wenn einer von diesen Spießern ein Problem mit deinen Klamotten hat, dann soll er es dem Alten ruhig sagen. Das geht ihm am Arsch vorbei. Ha, der Vorteil, wenn man vor Geld stinkt. Olivia, tut mir leid, Darling, aber ich habe noch einen Termin. Remy, war mir eine Freude, wie immer, Sir. Noch 2 Gläser. Lincoln. Schön, dich zu sehen. Das ist Vito Scaletta. Ach. Der, von dem ich dir erzählt habe. Na los, Lincoln, setz dich. Wie, also Vito Scaletta, einfach mal ganz kurz zum Protokoll, ne? Also Vito Scaletta ist der Typ, der bei Mafia 2 mitgemacht hat. Wenn ihr Mafia 2 auch sehen wollt, nach Mafia 3, dann haut mir das mal hier rein in die Kommentare, weil ich hab den sogar hier. Ja? Also gerne mal in die Kommentare schreiben. Du warst in Vietnam, ja? Ja, Sir. Sir sagt, du hast dir da ein bisschen Lametta verdient. Ich hatte sehr gute Männer. Ohne sie wäre ich nicht so weit gekommen. Army? Marines? Zuerst Army, dann Versetzung zur 5. SFG. Special Forces?
Ich sag doch, der ist was Besonderes. Ich meine, es wird nicht schief gehen, aber falls doch, verdammt, dann will man so einen Mann an seiner Seite. Wenn du für ihn bürgst, Sal, reicht mir das. Gut, ich habe noch einiges zu erledigen. Danke für den Drink. Begeisterung sieht anders aus. Gott, was für ein Arschloch. Falscher 50er. Die Kommission hat ihn vor 15 Jahren aus Empire Bay hier runtergeschickt. Seitdem hängt er verdammt nochmal hier rum, dieser blöde Wichser. Du fragst dich sicher, was du eigentlich hier sollst. Sammy konnte mir nicht wirklich etwas sagen. Zweimal im Jahr zieht der Staat altes Geld aus dem Verkehr und vernichtet es. Und im Verlauf der nächsten Tage wird dieses Geld abgeliefert. Und zwar genau hier, bei der Reserve Bank. Und Sie wollen einen der Transporte überfallen? Nicht doch. Wir werden bei dieser Gelegenheit in Ihren Tresorraum einsteigen. Und alles ausräumen, was nicht nied- und nagelfest ist. Sollten 6-7 Millionen drin sein, leicht. Das ist aber ganz schön mutig. Nein, das ist die Chance unseres Lebens. Das ist es. Vito spendet eine Menge Kohle für den Job und besorgt die Kombination für den Safe. Warst du schon bei Danny? Nein, noch nicht. Dann mach mal. Wir brauchen ihn und seinen Alten bei der Sache. Und sie werden dich brauchen, also triff dich mit ihnen, sind immer noch am alten Platz. Noch was, das wir besprechen sollten. Sicher weißt du von den Problemen, die Sammy in letzter Zeit hatte. Ich habe mich um die Haitianer gekümmert. Wenn sich die Sache beruhigt, kommt auch wieder Geld rein. Siehst du, so liebe ich das, das habe ich gemeint. Du bist nicht rumgehockt mit dem Daumen im Arsch. Du hast dein Problem erkannt, bist draußen, hast es gelöst. Und sowas ist mir verdammt nochmal wichtiger als alles Geld. Wir zahlen unsere Schulden, so wie immer, keine Frage. Also, das weiß ich. Ich habe nichts anderes erwartet. Aber weißt du, Junge, auch wenn wir quitt sind, sitzt du immer noch fest am Arsch dieser Stadt. Du hast keine große Zukunft. Aber da gibt es vielleicht einen Weg raus, verstehst du? In unser aller Sinne. Was meinen Sie damit? Hör zu, nicht, dass du das jetzt in den falschen Hals kriegst oder irgendwas. Sammy ist ein Spitzenmann. Aber er wird nicht jünger. Und ich denke, es ist Zeit, was zu verändern. Also, ich glaube nicht, dass Alice so weit ist, sondern... Ich rede nicht von Alice. Ich spreche von dir. Ich will dich als Chef im Hollow. Das kann ich nicht tun. Also sieh mal, wenn du wegen Sammy besorgt bist, nein, vergiss es gleich. Wir waren schon immer auf einer Linie und dieser neue Job, du weißt schon, da bleibt mehr als genug für die Rente hängen. Er hat mich aufgenommen, als ich nirgendwo anders hin konnte. Er hat mich wie einen Sohn behandelt. Sorry, Mr. Marcano, das kann ich ihm nicht antun. Scheiße, mein Sohn. Ich müsste lügen, wenn mich das nicht ein bisschen verstimmen würde. Aber ich sehe schon, du bist loyal. Findet man selten in diesen Tagen. Wollen Sie immer noch meine Hilfe bei dieser anderen Sache? Ha, natürlich, was denn sonst? Und wenn alles vorbei ist, werden wir mehr als quitt sein, Junge. Darauf mein Wort. Dann nehme ich dich beim Wort. Was wollen Sie wirklich hören? Dass wir jeden entführt und gefoltert haben, den wir in Verdacht hatten, für die Vietcong zu arbeiten? Ich möchte herausfinden, welche Ausbildung Lincoln Clay in seiner Zeit in Vietnam erhalten hat. So jemand braucht keine Ausbildung. Man setzt ihn auf ein Ziel an und macht, dass man aus dem Weg kommt. Aha. Okay, gut. Hier ist der Mitteiler. Versuchen wir es da drüben. Ich kann nichts sehen. Ach, bitte. Die aber auch nicht. Bleib ruhig. Wir schaffen das. Motherfucker! Okay, verfolgt den. Okay, das mit dem Select. Ich habe Sichtkontakt zum Verdächtigen. Ich schalte ihn aus. Ach, ob du jemand. Suche Deckung! Ja. Verdammt, Alice, wo bleibt ihr denn? Der scheiß Bohrer ist dauernd heiß gelaufen. Bei dir und Lincoln alles okay?
Ja, alles bestens. Wo ist Danny? Er schiebt alles weg. Wir Platz haben, das Geld zu fangen. Okay, wenn wir hier oben fertig sind, werfen wir das Geld runter. Mach schnell. Könnte aber ein bisschen dauern, ne? Bis es hier leer ist. Die haben das Licht ausgemacht. Kümmert ihr euch um die Kohle. Ich mach das hier klar. Oh, nee. Ich hab ihn! Suche Deckung! Könnt ihr hier drüben mal hin? Ich habe Sichtkontakt zu Verdächtigen. Ich bin hier, Arschloch! Mama, 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 ich blute so stark. Keine Bewegung, Arschloch! Deine Mama, die gibt's ja jetzt leider auch nicht mehr weiter. So, noch einer. Die versuchen uns rauszutreiben. Konzentrier dich darauf, was du tust. Ja. Da haben wir ihn. Gleich da drüben. Mach den ganzen Laden dicht. Ich muss in Deckung gehen. Hilf mir hoch. Bin in Position und Feuer bereit. Ein Mann am Boden. Er ist da drüben. Hast du noch mehr? Haben ihn. Ich übernehme die Führung. Das gefällt mir überhaupt nicht. Umzingelt dieses Arschloch. Ich habe Sichtkontakt zu Verdächtigen. Wir haben ihn. Er versucht zu fliehen. Ich hab's nicht auf euch einzeln abgesehen, ich hab's auf euch alle abgesehen, also vergesst das mal nicht. Also entschuldigt bitte, wenn ich da ein bisschen weniger red, wie man jetzt eigentlich gewohnt ist. Aber hier bei sowas brauchst du halt auch. Oha. Scheiße. Noch jemand? Fuck, die Wachleute ballern uns über den Haufen, sobald wir losrennen. Sag Danny, er muss uns hier rausholen. Diese Arschficker haben uns eingekesselt. Du musst dir was einfallen lassen. Ich hab TNT. Ich bring es auf unserer Seite an und lass es krachen. Und was genau soll das bringen? Wenn wir Glück haben, wird das Loch groß genug, dass ihr durchpasst. Wieso Glück? Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da tust? Das ist Dynamit. Wie kompliziert soll das schon sein? Okay, brennt. Weg von dem Loch. Oha. Ja. Oh Gott! Tu das weg, Alice! Ich versuch's ja! Dannys Bein ist eingeklemmt! Helf mir mal! Niemand weiß genau, warum Selma Kano es auf Thomas Burke abgesehen hatte. Aber er nahm ihm Point Verdun weg und gab es einem Vollstrecker namens Roman, der Schlachter Barbieri, der prompt eines von Burkes Beinen zerfetzte. Danny Burke machte bei dem Überfall mit. Ich meine, er war Schrauber, er hatte noch nie sowas zuvor gemacht. Aber Thomas Burke bestand darauf. Er hoffte bei einem Erfolg der Aktion. Würde Sal ihm vergeben und er bekäme Point Verdun zurück. Hey, angeblich gibt's nichts Geileres als eine vietnamesische Pussy. Siehst du das auch so? Vielleicht.
Casanova Clay. Shit, Mann, ist verdammt gut, dich zu sehen. Ja, dich auch. Hey, wie geht's, Nikki? Sie wollte auch kommen, aber naja, du kennst mich. Oh Gott, verdammt, Mann, so ein Scheißteil! Ja, allerdings. Komm, wir trinken Bier. Warten wir, bis der Alte sich beruhigt hat. Dann kann's losgehen. Okay. Hey, was geht? Ich habe schon alles vorbereitet und organisiert. Die Mädels werden da sein und so weiter. Aber wir nehmen lieber mein Auto. Mit deiner Scheißkarre können wir da nicht einlaufen, hey, oder? Was ist, du nennst meinen Superschlitten eine Scheißkarre? Pass auf, ich Junge. Ich sag nur, es gibt bessere Möglichkeiten. Das kannst du vergessen. Seine Karre ist der Hammer. Ich habe einen neuen Big Block drin versenkt, bevor er nach Vietnam ist. Das ist nicht das Einzige, was du versenkt hast. Vielleicht solltest du ihm erzählen, wie du dir die Kiste von Alice gepumpt hast, um mit den Girls auszureiten. Hey, Mann, halt Junge, mich doch bloß raus, Auto gefickt. Ach, kein Grund zur Besorgnis. Er war immer gut eingepackt. Bitte, ich hab schon einen verfluchten Bastard in meinem Leben. Ich brauch nicht noch einen. Weißt du, was du machen wirst? Sauber. Und zwar jeden scheiß Zentimeter, nicht nur die Rückbank. Ich fahr doch nicht mit deiner Wichse durch die Gegend. Und du aushilfst, Clown. Du hilfst ihm dabei, klar? Ist das geil. Ich hab doch keine abgekriegt. Das wundert hier keinen. Ach du lieber Himmel. Ehe ihr Jammerlappen irgendwas gebacken kriegt, gewinne ich einen verdammten Zehnkampf. Schon gut, Dad. Alles klar. Danny, Alice, ihr bohrt mit dem Bohrer ein Loch in den Boden des Tresorraums. Du und Georgie, ihr wartet drin. Ihr werft das Geld runter und dann raus, so schnell es geht. Der dämliche Bohrer ist kein Leichtgewicht. Also brauchen wir ein Boot, um ihn durch die Kanäle in Position zu bringen. Alice und ich besorgen das Boot. Georgies Alter hat einen Wächter der Bank geschmiert. Er überlässt euch einen Truck. Mit der Karre und den Uniformen kommen wir garantiert unbemerkt da rein. Kommt, wir sollten langsam. Ich muss noch bei Scarletta vorbei. Ein paar Sachen vorbereiten. Und ihr zwei Arschgeigen glaubt nicht, dass ihr um die Sache mit dem Auto drumrum kommt. Das Ding ist sauber, wenn ich wiederkomme, sonst gibt's was ich an die Backen. Ich putz den Scheiß nicht. Oh ja, das wirst du. Mein Vater hat viel angepackt. Das meiste ist missglückt. Aber als junger Kerl hat er mal Schnaps geschmuggelt. Und so kannte er die Kanäle unter unserer Stadt. Und wusste, dass einer davon direkt unter dieser Bank verläuft. Es war seine Idee, diesen Bohrer mit einem Boot dorthin zu bringen. Er war ein echtes Dreckschwein, mein Vater. Er trägt die Verantwortung für alles, was passiert ist. Wenn du deinen Kopf riskieren willst, fein. Aber halt den eigenen Sohn daraus. Es ist seine Schuld, dass Danny tot ist. Aha. Alle drin, wir müssen los. Alle da, hau rein! Was er da tut? Die Wachen kommen durch das Loch! Scheiße, noch mehr Wachen! Los, weg! Ich soll das Diese Schweine, die Kopf schneiden uns den Fluchtweg ab! Wir finden einen anderen Weg hier raus. Der Tunnel muss ja irgendwo hinführen. Boah. Ja, Leute. Wir versuchen jetzt hier noch zu entkommen. Und dann soll es das wieder gewesen sein für den heutigen Part von Mafia 3. Cops, Cops! Scheiße, Mann! Scheiße! Ja, dann mach doch halt auch mal was. Ich schick dich dahin, wo du hergekommen bist. Aus dem Arsch deiner Mutter! Alles gut, ich hab alles unter Kontrolle. Oh, tut das weh! Frisst Scheiße, ihr Wichser! Weiter, nicht langsamer werden! Der Hurensohn hat mich erwischt. Ich zeig's euch, ihr Schweine! Weiß nicht, aber irgendwie brennt da was. Pass auf, was du tust! Wo hast du den Boot fahren gelernt? Ich sag, meine Fahrkünste sind eine Bombe. Los, kommt her, ihr Wichser! Schon mal gemerkt, dass irgendwas brennt? Also, ich weiß ja nicht. Ich zeig's euch, ihr Schweine! Die Rampe, Vollgas linken! Bist du wahnsinnig geworden? Scheiße, scheiße, scheiße! Ist bei euch alles okay? So eine verrückte Scheiße habe ich noch nie miterlebt. Ich bin bloß froh, dass wir noch leben, Leute. Und, wie geht's jetzt weiter? Es gibt nur einen Weg darauf. Willst du mich verarschen? Da wird vom Bullen nur so wimmeln. Mal sehen. Wenn wir Glück haben, sind die so mit dem Mardi Gras beschäftigt, dass sie uns gar nicht sehen. Gehen wir.
Verdammt, war das ein Spaß. So Leute, jetzt machen wir aber auch hier erstmal einen Cut. Ich weiß, jetzt setzt man normalerweise gar keinen Cut, aber was soll ich denn machen? Da würde ich sagen, bin ich raus, die heutige Folge von Mafia 3. Wenn es euch wieder gefallen hat, dann würde ich mich selber den Daumen nach oben freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert mich. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Rainbow King HD. Ciao.